Willkommen zurück zu Oceanhorn 2. Wir gehen direkt weiter hier in der Wartburg-Zitadelle. Was finden und entdecken. Wir müssen ja noch unsere Trinity finden. Muss er hier irgendwo versteckt sein. Wird er gefangen gehalten? Ist irgendwie den großen Bereich. Ah, da oben ist es. Ah, kann er sie sehen? Das kann ja nicht Trinity sein, weil. Oh doch, sie hat sich irgendwie befreit. Konnte sie sich dann bitte sehr befreien? Oder? Das ist schon komisch, wie sie sich ja befreien kann. Na gut, wir rennen mal da längs, gucken. War der irgendwie hin? Ich zerstöre alles. Passt. So. Das ist drin. Das ist, glaube ich, nichts Wichtiges, was ich da jetzt drin finde, aber wir haben es trotzdem ein. Ja, immerhin ein Leben. Das kann uns irgendwo, irgendwie, immer irgendwie retten. Befehl 764553. Den Häftling unverzüglich in den Turm des dunklen Fürstens verlagern. B6. Okay. Das ist. B6 ist die Frage, ne? Gut. Ja. Ich wollte die ganzen Sachen einsammeln hier, aber mach ich kurz hin. So. Hier kommen. Hoch. Bei solchen Spielen möchte ich zum Schluss immer sehen, wie viele Kilometer man gelaufen ist, so in Echtzeit. Mit der Figur. Wäre doch spannend, oder? Das ist Trinity, steht vor einer Tür. Wo muss ich hingehen? Na? Hey, is that you? Mesmeroth is going to attack the White City. You have to stop him. I can take care of myself. Just leave me and stop Mesmeroth. We'll find each other later. Ach, können wir sie zurücklassen hier oder lieber nicht? Ich kann nicht zurücklassen. You must go now and find Mesmeroth. I'll get free and follow you. Mit drin Waffen getauscht, okay. Habe ich leider nicht mehr mein Schmeißschwert. Also hier werden wahrscheinlich die Bomben drin sein, so wie die Mauern aussehen. Gut. Guten Moment, pass auf. Los! Soll ich mich da längs hangeln? Anscheinend. Okay! Eieieiei. Das ist schon krass. Mein Leben, oh, lecker. Hier drin? Ah, ein bisschen. Okay, kann man auch gebrauchen. So, wo ist jetzt längs? Muss ich wieder hoch oder kann ich hier runter irgendwo? Ah, hier ist eine Leiter, okay. Okay, muss doch fallen lassen. Oh, er war ganz schön dicht runter am Abgrund. Rein gelassen. Das machen wir so.
Ihr Schwert war natürlich ein Tickchen cooler. Ich glaube, ein bisschen mehr Schaden gemacht. Da komme ich auch nicht durch. Welchen Weg soll ich denn gehen? Ach, da ist so ein Ding. Okay. Na, es wird auch mal trickiger hier, ne? Die Geschicklichkeitseinlagen kommen auch langsam zur Geltung. Ich bin immer noch begeistert, was für ein Spiel das ist. Also dafür, dass es auf dem Endgerät rauskommt hier, was eigentlich mobil sein sollte. Ist natürlich okay. Das iPad ist natürlich jetzt auch... Also ich sag mal, das iPad hat wahrscheinlich wesentlich mehr Power als die Nintendo Switch. Jetzt auf jeden Fall das iPad Pro. Kann natürlich wie die Switch auch nicht mithalten. Aber ist ja eigentlich nicht für Spiele ausgelegt. Was die Leute dann da rauskitzeln, ist schon nicht schlecht. So, hier machen wir die Mauer weg. Strom. Ne, das Ding hört wieder. Scheiße. Warte mal, ich bin auch durch. Vielleicht auch direkt. Bombe. Und. Oh, lebt noch auf. Okay, warte nur kurz. So viel Zeit muss sein. Ach, da sind wir wieder am Anfang hier, wo wir am Anfang waren. Genau. Okay, das ist doch gut. So, vielleicht finden wir da drin jetzt ja unsere Waffe. Das wäre natürlich ein Highlight. Die brauchen wir langsam mal. Die vielen verschiedenen Hütte, die wir da haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier die Waffe drin ist. Yes, endlich. So. Ich glaube, bist du jetzt wieder da? Hier geht's auch raus. Bevor wir hier längs gehen, lass uns da hinten einmal das da wegjagen. Ich bin mir nicht sicher, was es da gibt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir da hinten irgendwas finden werden. Wir brennen das mal kurz weg, da die ganze Scheiße. Also wie beim Haken. Okay, bringt es gar nicht. Ich dachte, man könnte da jetzt irgendwie was... Nein. Großartiges machen. Aber das kann man gar nicht. Schade. Was finde ich denn hier? Das hat sich hier gelohnt. Das hat sich hier gelohnt für mich. Dann gehen wir hier durch. Können wir hier aufsammeln? Und den Schalter drücken. Okay. Ja, gute. Hä? Kann ich manchmal noch abschießen? Geht's hier der Kopfschuss? Sieht aus, als ob wir irgendwo gleich wegfliegen können. Haben wir eigentlich alle so Waffen wieder? Ich glaube schon, ne? Noch irgendwas? Ich weiß es nicht mehr. Scheide. Scheibenkleiste. Aber, ich habe hier irgendwann einen Schuss, wo ich ein bisschen mehr habe. Ja, wenn ich die Leute abschieße mit Feuer, das ist auch was. Cool, das dann ist. Yeah.
Da. Ein paar Sachen rein. Oh, mein Schuss. Oh, hier ist noch eine Kiste. Habe ich noch irgendwas, was mir fehlt? Ich weiß das nicht mehr. Mein Gott. Ach, nur Geld. In allen Spielen wäre ich super froh, Geld zu haben. Aber irgendwie bei dem Spiel weiß ich nicht genau. Ich kann nicht so richtig viel damit anfangen. Okay, da geht's auf jeden Fall runter. Da gehen wir jetzt mal runter. Wenn es runter geht, gehen wir runter. Was ist eigentlich? Was ist das denn noch? Ein Schleim? Das wegbomben? Das versuchen. Sieht so aus, oder? Das sieht so aus, ob man das wegflanken kann. Siehst du wohl. Er sieht nach Blitz aus. Da ist auf jeden Fall ein so ein Blitzding. Erstmal gehen wir auf den Blitz. Einen Schuss haben wir, ja. Das nicht. Was ist denn das da oben? Nicht der, der anfängt? Nein, der war es nicht. Verdammte Axt. Na gut. Hier finden wir auch noch einen Blitz. Ein Schuss voll. Hier ist der. Hier ist ein Kreis. Da ist das 3. Ich glaube, das ist dann der. Das ist der Anfang, ne? Ja, genau. Scheiße. Hätte ich mal gleich machen sollen. Geht doch hier links, oder nicht? Umstellen sollen. Jetzt ist es zu spät, jetzt müssen wir so machen. Ich merke selber, wie ich meinen Kopf nach links neige, um die Ecke zu. Quatsch, ne? Hä? Fehlt noch eine Kugel. Wo fehlt denn noch eine Kugel? Gut. So kannst du auch machen. Muss wahrscheinlich alle seine Fähigkeiten gebrauchen, um hier rauszukommen. Schauen wir mal. Das ist ein Fahrstuhl, den nehmen wir gleich mit, wenn er wieder runterkommt. Ich will rundherum noch irgendwas einsammeln. Nope. Anscheinend nicht. Schade. Jetzt kommt es runter. Und alle Köpfchen. Jetzt geht's hoch. Okay. Eine Truhe, die nehmen wir als erstes. Ist da wieder irgendwas, was für uns da fehlt? Aber ich glaube, da ist nur ein Schatz drin. Ja! Ja! Hast auch so echt, echt viel, viel Zelda gecovert, ne? Auch diese, gerade diese Geräusche und so. Ah, ja. Hm. Aber naja. Es kann mir egal sein, solange es gut ist. Und das Spiel ist gut. Also. Kann man ja das sagen. Ich habe auch genug Stunden hier drin versenkt schon, ne? Überlegt. Hier oben. Guck mal, das ist die Riesenkugel. Sieht auch irgendwie ganz cool aus. Gucken.
Okay, hier sieht es nach Eis aus. Warte mal. Oh nein! Ah, hat mich getroffen, die Sau. Was machst du denn da? Hörst du nicht mehr? So, platzt da auf. Okay, da können wir nur rüberkommen, wenn wir eine Eisscholle machen. Oder können auch so rüberkommen, aber wir können auch Eis machen, gerne. Oh, geil. Ja, unser Taucher, Taucherglocke, die habe ich auch ganz vergessen. Ja, wir wissen das. Die habe ich auch vergessen, stimmt. Können wir runtertauchen. Wie brauchen wir denn? Fangen wir schon an? Ja, perfekt. Kommen wir mal runter. Ja, geil, ne? Dann brauchen wir wirklich alle Sachen, die man gefunden hat, brauchen wir hierfür. Hier ist eine Truhe. Können wir hier hochgehen? Hier eine Truhe ist, nehmen wir die natürlich mit. Ganz hoch. Da. Perfekt. Okay, ist nur ein Schatz, aber das macht ja nichts. Auch einen Schatz nehmen wir mit. Und runter. Das ist die falsche Richtung. Wir müssen in die Richtung, glaube ich, ne? Bin nicht verkehrt. Ich glaube auch, dass ich verkehrt bin. Ich glaube auch, von da sind wir gekommen, ne? Oder? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, von hier sind wir nicht gekommen. Oder sind wir von hier gekommen? Ich weiß es nicht mehr. Hoch. Von hier sind wir nicht gekommen, definitiv nicht. Ah, wollte ich haben. Okay. Sind wieder in der Außenwelt. Was ist denn da? Wie dumm war das denn? Du sollst nur so rüberhopsen. Danke. Das war ja richtig bescheuert gerade. Okay, jetzt haben wir. Das ist echt eine riesen Zitadelle hier, ne, oder? Also die ist ja wirklich gigantisch. Gegner? Okay, das kommt hier so ein fetter Gegner. Das kommt gar nicht. Mann, Mann, Mann. Okay, ich laufe. Mal wieder. Ob ich jetzt Stellanisch schon genug gelaufen bin. Ocean Horn 2 jetzt noch laufen. Das sieht ja aus wie so der letzte Zufluchtsort. Oder? Sagt ihr? Ich glaube schon. Wo sind wir denn? Make your way to the top of the risk here. Aber es sieht doch so aus wie. Ach, guck mal, da müssen wir hin, okay. Nehmen wir auch noch mit. Oh. Hier können wir noch irgendwas abgreifen. Auch dann Punkte. Da ist er doch schon. Er will los. Oh. Wir sind klein. Mit ihm. Nicht schlecht, mein Kleiner. Ah, the boy rushes here to stop me. Unfortunately, you've come too late. I've already raised Tryloth, and it is heading toward the city as we speak. But truth be told, I have been waiting for an opportunity to meet you. Wir werden dich und Tryloth aufhalten. Du hast uns gehen genommen und Sir Corbin getötet. Ja, ich glaube, das ist wichtiger, Freunde, ne? Yes, yes. What else is new? Now let me tell you a little story I'm sure you'll find interesting.
It's about your birth, son. After defeating Shadowmonger here in this very place 20 years ago, people started to call me a hero and a savior. It was too much for Archimedes. After I'd served him loyally for years, he cast me away. I left the White City for good. Oh, eine Rückblende. That's cool. I'd already traveled across Gaia during the war. And what I'd seen in Perta and read from the books in Source ignited my suppressed curiosity. I had the Guardian of the Realm's mask now. I was determined to find out the truth about our world. So I traveled to the beacon in the remote town of Arn and sought a room, similar to those I'd seen in other beacons. I did not know exactly what I was doing, but I commanded the ancient machinery to work. Warte, ich wurde auf dem Reagenzglas geboren? Vergrüße dich. Tatsächlich. Soon I saw a true miracle take place before my eyes. In my hands, you were born. I took care of you for a while, as you were my responsibility. But this is not the face of a father. And as my resentment towards Archimedes grew, so did the shadow in my heart. I did the best thing I could. I gave you to the most honest man I have ever known. Oh oh. My life ever since has led me to this point. I am going to stop Archimedes, and you will stay here with Trin. Okay, geh mir ihn mal an. Very well. Let us see the man that you've become. Du bist nun ein Centurion. Sag einfach Kriegermeister, der kriegt dich. Du kannst jeden. Okay. Leben wurde aufgehört. Perfekt. Kann schon später sein können. Wo ist er? Ah, wo ist der Spack? Come and face me, knight. I see your potential, son. Too bad it's wasted carrying a sword instead of a staff. Warte, wenn ich ihm irgendwas treffen, kriege ich Feuer vielleicht. Feuer macht ihn gar nicht so viel aus. Da hin. Wir müssen schon Leben haben. Ja. Ah, er trifft mich. Okay. Ah, Master Mayfair has taught you well.
Wieder weg. Gut. Rumrennen hier. Kann ich leider auch nicht mit den mit meinen Dingern da angreifen. Das tut schade. Mit meinem Haken. Warte mal, nehmen wir gleich hier nochmal den. Fight like this in a long time. Müssen laufen wieder? Naja, ich glaube, man kann ihn gar nicht besiegen. Ich glaube nicht, dass es der letzte Kampf ist hier. Das wäre ja schon absurd. Warte. Ja. Your efforts are futile. I am more powerful than you can possibly imagine. Oh. Defeat Mesmeroth. Yes! Na, was sagst du jetzt, du Spast? Aber ich glaube nicht, dass er tot ist. Ist ja... Hätte mich jetzt auch gewundert. Das hätte mich auch gewundert. Congratulations, you defeated me. Doshanese, one of me. My apparition. Even though I enjoy spending time with you, son, I cannot let this go on. Mach er! Oh oh. Die Musik ist cool. Die Musik ist echt cool. Im Spiel, muss ich sagen. Das ist natürlich schlecht für uns. Müssen wir irgendwie auch dahin kommen. Doch wie? Wie ist eine gute Frage. Did he get away? Don't worry, we'll get him later. Now it's time to get out of here. Ja, denke ich auch. Gut, dass wir so viel Leben hatten, ne? Das wäre der Kampf sehr kurz geworden für mich. Everything you have told me proves that Archimedes distanced himself from common sense a long time ago. He will never stand down. He's too old and too blind to appreciate what he has already accomplished. I am almost 70 years old now, and I was just a child when he became one of the wise men who used to govern Arcadia in the absence of a king. When I was 10, he was the first one to take the role of Grand Regent. People loved him, and your grandmother, Calliope. Under the rule of Grand Regent Archimedes, people lived in peace and prosperity. Calliope stood beside him, encouraging him to always find a way to do more good. But one piece was missing from their lives. They never had a child. Archimedes returned from one of his expeditions with a child. Calliope's heart was now fulfilled, and for the next 3 years, she would love you and take care of you, Trin. But at the same time, Archimedes became obsessed with her secret emblems and began to seek out some mysterious underlying truth about the fate of men. A girl and an old lady are playing in a garden, laughing. Go fetch your grandpa, Trin, Calliope says. Oh, now go fetch your grandpa, Trin. Trin runs into the shadowy laboratory of Archimedes. There is a store cube on the table, glowing in blue light, and it catches Trin's attention. She reaches for it, and when her finger touches it, it opens up. Archimedes sees her and speaks in wonder. All it needed was the touch of an awoken one.
holographic blueprints of the Grand Corps float in the room, showing a spaceship leaving the surface, heading towards a vessel in Gaia's orbit. Archimedes rushes to tell Calliope what he has just found out. Calliope rests in the garden, surrounded by the most beautiful flowers Gaia has to offer. There is a single star-shaped flower on her still hand, and the wind blows a wisp of her white hair, as if to underline the fact that she is motionless. Oh, tot. The death of Calliope changed him forever. Da kommt ja schon Mesmeroth. To the palace. Let's go. Gut. Hier machen wir einen kleinen Break und machen beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.